Ja, Leute, herzlich willkommen. Showdown! Super Bowl! Wir mit unseren Packers gegen die Denver Broncos, die ja auch im Super Bowl standen und gewonnen haben gegen die Panthers im Februar. Und jetzt dürfen wir es besser machen als die Panthers. Und wir tanken natürlich nochmal Pünktchen auf und geben diese nochmal aus vor unserem großen Spiel. Zack und zack. Und dann kann es losgehen. Auf geht's. Das wichtigste Spiel für uns bis hierhin in dieser Saison, in diesem Spiel bis hierhin, ausgeglichen 91-91. Also da waren die Seahawks deutlich besser, aber die haben keinen guten Tag in der Offense gehabt. Ja, und ich bin sehr gespannt. Wir haben, glaube ich, gegen die Seahawks haben wir, glaube ich, 2 Touchdowns gehabt. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, gucken wir mal, ob wir hier auch einen Touchdown landen können. Im Super Bowl ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes. Ja, und nächste Saison, ab nächster Folge, machen wir uns dann nochmal ein Tight End und spielen den, würde ich sagen. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen cooler, weil man mehr kurze Pässe, mehr ein bisschen mehr im Spiel involviert ist, weil man über die Wide Receiver ja eher selten spielt, eher über die Tight Ends. Auf geht's! Ja, auch gute Statistik hier für Peyton Manning, vergleichbar. Nicht ganz so gut wie die von Aaron Rodgers. Und ich bin ja schon froh, dass Aaron Rodgers nicht verletzt ist. Thanks, guys. Super Bowl 50 is a very special milestone for the NFL. Super Bowl 1 was played back in 1967 at the LA Coliseum. As you recall, the Green Bay Packers beat the Kansas City Chiefs on that day. But I'm sure neither of those teams could have imagined the Super Bowl growing to be as big. Ja, eigentlich hier im Levi's Stadium, ne? That being said, we've got 2 teams out here who desperately want to make history by winning the Super Bowl tonight to ensure they're the ones that are remembered and that everyone is talking about 50 years from now. Back to you guys. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Stadion. So, auf geht's. Und ja, wir sind das erste Mal in der Defensive. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass der Gegner punten muss. So, der erste Sack gegen Peyton Manning. Und den holt er aber gerade wieder, macht er gerade wieder gut. Aber jetzt müssen sie wohl punten. Und weit sind sie nicht gekommen. 15 Yards. Und wir sind im Spiel, haben den Vorteil. Ah ja, den hätte ich einen Touchback machen müssen. Da war der aber sauschnell an uns dran, ne? Da konnten wir gar nichts rausholen, ne? Ah, hätten wir nicht fangen dürfen. Na gut. Ich bin mir sicher, dass es unser Running Back wieder rausholt. Oder in dem Fall der Halfback. Die 30. Ah, 2 Yards. Ist doch der Running Back. Puh. Machen wir noch ein Laufspiel und danach dann Kurzpass. Wir müssen hier ein bisschen von dieser von unserer eigenen Endzone wegkommen. Ah, wieder nur 2 Yards. 3 und 6 jetzt. Das ist auch kein toller Start. Chris Harris Jr. Yeah, I'm not going to overstate the case for Chris Harris Jr., but I think he's one of the 10 best cover corners in the NFL. He has shown that and he deserves the money he makes. Oh, komm, wirf zu uns. Schade.
Aber das ist ein neues First Down. Oh, 20 Yards hat er noch draus gemacht. Richtig gut. Running after catch, 10 Yards. Ich hätte jetzt gedacht, er läuft da an die Auslinie, aber 10 Yards macht er noch. Richtig schön. Gut, weiter geht's. 10 Yards. Das Ziel, das zweite First Down schaffen hier. Ah, da wurden wir gestört. Da hätten wir mit A auch annehmen müssen, nicht mit X. Make the big hits. Give your team some momentum and also put a little fear in the offensive players when they get the football. Failing to complete. So, wenn es mal ein bisschen länger sein darf. The Broncos defense now is going to go bis zu 50er und dann rechts rüber. Looking to go down the field here. What a catch. One hand. Oh, nice. Und der wurde gefangen. Und das waren, glaube ich, 30 Yards oder so. Ungefähr. Boah, richtig stark. Aber one-handed war der jetzt nicht, oder? Nicht wirklich. Aber im Fallen, im Fliegen, sehr schön. Stark. Und das bringt uns in eine gute Position hier. So, bis zur 20er und dann rechts. Rodgers gonna take the snap from the shotgun. Rodgers hits Jermichael Finley with that. Und yo, wieder 15 Yards. Red Zone. Nice job that time by the tight end makes the catch and you gotta look out for him now in the NFL. Sehr schön. They're usually the closest receiver to the quarterback. Quarterback gets in trouble, he's gonna look for the tight end. Dropping back. Ah, ist zu hoch. Kommen wir nicht ran. Wenn wir den fangen, dann landen wir im Aus. Keine Chance. Coming up, second down. 2 und 10. Ich hoffe, wir kriegen den Ball nicht. Ei. Nee, nee. Also diese Plays sind kacke. So, jetzt müssen wir lang gehen. Ansonsten nehmen wir hier das Field Goal mit. Ja, Touchdown! Und der ist unser! Nice! Sehr schön. Ich hatte gehofft, weil wir da echt... Der Verteidiger, den hatten wir schon überholt. Da brauchten wir den Pass wirklich an die Innenseite und dann kann der kaum noch was machen. Perfekt. Nice. Und damit haben wir hier unseren ersten... Super Bowl, den ersten Touchdown gelandet. Sehr nice. So, und... Oh Mann, ey, die kriegen ja gar nichts gebacken hier. Dreimal nichts geschafft. 4 und 10, sie bleiben an der gleichen Stelle und müssen punten. Und das ist natürlich eine bittere Pille hier. Ja, das ist okay. 31er ist super. Können wir mit leben. Können wir mit leben. So, bis zur 50er und dann links hin. Und, incomplete. Er ärgert sich, weil er wahrscheinlich die Interception haben wollte. Ja, da war eigentlich nicht viel drin für den Verteidiger, ne? Außer raushauen. Weiß ich jetzt nicht, warum er sich ärgert. Aber gut. So, 5 Yards sind das Ziel. Ah, der erwischt er uns noch. Ist nur ein Yard geworden. Schade. 3 und 9. Jetzt müssen wir mal für lang gehen. Das sieht gut aus. So, erstes Viertel ist vorbei.
Ja, sieht auch interessant aus. Hauptsache hier jetzt an die 42er Linie. Beziehungsweise 41er Linie. Wir kriegen ihn nicht. Ah, und er ist incomplete. Und damit müssen wir zurückpanten. Nix da mit mehr als ein Touchdown-Führung. Is looking for passes down the field. They're all over everything, and the pass goes incomplete. Ah, super Punt. Den kriegen sie an der 20er Zone, an der 20er Linie. The Broncos offense will try to buck the trend here, as now we'll see if the punting units can stay on the sideline. It'll be Colquitt back to punt. So, wir dürfen ihn wieder zurücktragen. Oh, kein guter Punt, der ist kurz. Ja, da ist aber auch nicht mehr viel zu machen, ne? Die sind dann sehr dicht dran auch. Wenn der jetzt 20 Yards weitergeflogen wäre, dann müssen die natürlich auch 20 Yards weiter zu uns laufen. Dann hat man eher Chance, die wieder zurückzubringen. So gleicht sich's dann wieder ein bisschen aus, wenn der Punt ein bisschen kürzer ist. So, Laufspiel. Bisschen Zeit von der Uhr nehmen und dann vielleicht am Ende nochmal punkten. Ah, das war nix. Plus minus null. Flanker Drive. The Broncos defense brings in an extra member of the secondary. They'll go nickel. Aaron Rodgers gonna take it from the shotgun. Oh, hat er ihn? Ah. Also, die Verteidigung der Broncos, die soll ja auch, ist ja auch sehr, sehr stark. Die macht uns das hier nicht einfach. Die Offense macht es uns einfacher von denen. Schade, den hätte ich auch gerne genommen jetzt. Und schon wieder incomplete, das gibt's doch gar nicht. Mann. Gut, dass die selber keine Punkte machen. So, hau das Ding in die Endzone. Ja, sehr schön. It'll be a touchback. Mehr ist von der Position nicht rauszuholen. Ja, Punt. Dreimal für Denver. Wir haben immerhin schon den einen Touchdown geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht nach Punkten aus. Oh ja, da ist der Touchdown und der Ausgleich. Jetzt sind wir hier gefordert in der Pflicht. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, 2 Minuten 40. Zeit, die wir jetzt auch bis zur letzten Sekunde am besten ausreizen, um hier jetzt nochmal Punkte zu machen. Und wenn es nur 3 sind. Und schon wieder incomplete, ne? Mann. Ja, dann werf doch mal zu uns, Kollege. Wir stehen hier immer so schön. So, nächstes. Ah, ich hätte ihn auch wieder gerne genommen. Aber das war schon sehr okay. Damit sind wir an der 45er Linie. Ja, 22 Yards ist super. Also mehr kann man nicht, mehr braucht man nicht fordern. Hard to believe this game is tied when you watch the offense and the quarterback. They are hot, they're throwing the football, they're making it work, and we'll see if they can get ahead with another drive. Und
2 Yards, naja. Nicht so toll, aber... Naja, geht schon. Nee, gar nichts. Wieso ist denn wieder... Hat sich das nicht verändert? Waren wir nicht eben an der 45-Yard-Linie? Ach so, wir sind... Entschuldigung, wir sind jetzt auf der gegnerischen Seite. Nee, dann haben wir natürlich 15 Yards gemacht und ein neues First Down. Entschuldigung. Alles zurück. 2 Yards. Diesmal waren es nur 2 Yards. So, und wir arbeiten uns relativ solide hier voran. So darf es gerne weitergehen. Dann sollte es Punkte geben. Ja, wir waren auch ohne Verteidigung. Den hätte ich gerne genommen und wäre noch gerne weitergelaufen. Aber so ist es jetzt doof. Und wir sind noch nicht in Field Goal Range. So, komm, bitte complete. Oh, das sieht gut aus. Wie weit geht's? Oh, Touchdown. Nice. Was war das denn? Nelson. Nice. Boah, da ist alles frei. Richtig gut abgeblockt von dem anderen und zack. Stark. Das ist natürlich genial. Also, puh, damit ist der Drive natürlich gerettet. Und wir kriegen nochmal die Möglichkeit. Oh mein Gott. In der Red Zone. Ach du Scheiße, was haben die Broncos dann gemacht? Oh komm, gib uns den Ball, wir haben hier alles frei. Na gut. Oh, und dann gibt's 4 Verlust. Klasse. Wir standen so gut und kriegen die Pille nicht. Na gut. Können ja froh sein, dass wir hier, wenn wir mit 7 Punkten hier in die Halbzeit gehen, das ist ja jetzt nur noch Bonus. Boah, schön reingegrätscht. So, 3 und 8. Das ist natürlich ein Zeichen, wenn man so nach vorne springt und grätscht, dann darf man nicht getackelt werden, weil man als Quarterback nicht so gut geschützt ist. Das ist quasi so eine Art Schutz. Wenn man mit dem Oberkörper nach vorne geht, dann darf man sich nicht beschweren, wenn es da aber richtig auf die Fresse gibt. So, ganz schnell. Oh, wenn wir den Ball da hinten kriegen, das wäre schön. Kriegen wir nicht. Oh, und damit wird es das Field Goal. Na gut, 10 Punkte Vorsprung ist gut. Deutlich besser als 7. Hey, you get in position like this and you can knock it down. Wenn man bedenkt dafür, dass sie uns den Ball an der 13er überlassen haben, dann ist das aber eigentlich zu wenig. Aber gut, beklagen wir uns mal nicht. Ist ja nichts passiert. Denn wir haben ja auch den Ball jetzt. Naja, viel zu weit hinten. The Packers have gone up top all day, Phil. Rodgers been dropping back and airing it out. He's had the time to air that football out, and what we are seeing, the speed of this offense. And speed, what does it do? Ja, das war richtig gut. Unser Touchdown war natürlich auch super. Der Catch hier war auch klasse. Hier sehen wir nochmal den Touchdown. Ist ganz schön schmal für einen Tight End, ne? Oder ist das auch ein Wide Receiver? Aber von der Nummer her ist es eher ein Tight End. Ne, ist auch ein Wide Receiver, ne? Sonst, weil der ja auch so außen startet. Vier Yards. Also, jetzt geht es natürlich auch darum, hier die Zeit laufen zu lassen. Auch wenn man da jetzt noch vorsichtig sein muss. Aber es sieht richtig gut aus. Ah, ja, ist okay. Ist okay, 22 Yards. Oder 20. Nicht mehr weit gekommen, aber das ist okay so.
können wir mit zufrieden sein. Weiter geht's. That was a big gainer. Now it's time to back it up. Going deep. Oh ja, oh ja. Und das ist natürlich übel jetzt. 24-7. Oder erstmal 23-7. 54 hat Touchdown. Jetzt steht es 24-7. Und jetzt wird es aber richtig böse für die. Und sie müssen schon wieder punten. Also wenn das Spiel mal nicht schon entschieden ist hier. Ah, das bringt alles nichts, ne? Ist schon okay so. For the special teams here. Good punt return, good blocking, they get it done. The Broncos with a nickel look here on defense. The Packers have it at the 24. Oh, gesackt. Der erste Sack. Der erste Sack, 22 jetzt. Aber alles kein Problem. Zur Not punten wir halt. Passt schon. Rodgers gonna take it from the shotgun. Makes the catch. Breaks free. Ja, lauf! Ich hätte ihn so gerne abgeblockt, aber es ist schwierig, da so hin zu koordinieren, aber es ist trotzdem Riesenplay gewesen hier von uns jetzt. Weiter geht's. He has been so efficient here today. Very smart making decisions. Oh. Ja, sehr gut. 7 Yards. Kann man nehmen. Und das läuft doch wie verrückt. Rodgers completion percentage 60% on the day. Rodgers all by himself in the backfield for this snap. Rodgers from the shotgun. Oh, was für ein Catch. Interessante Fangtechnik, aber es hat geklappt, Finley. Mit dem nächsten Catch und wir überrollen die hier gerade so. Also das ist doch sehr, sehr deutlich hier. Ah, schade. Aber Hauptsache gefangen. 2 und 4, 6 Yards ist ja super. Weiter geht's. Läuft der? Tatsächlich. Und richtig gut. 17 Yards. Respekt. Richtig gut. Oh, nicht schlecht. Und wieder schön reingegrätscht. So, mach mal ein Laufspiel. Jetzt blockieren wir hier einfach. Naja, zwei Verlust. Das dritte Mittel. Ja, Von Miller ist ja hier. Der MVP gewesen hier vom Super Bowl. Der hat ja hier die Sex gemacht gegen Cam Newton. Rodgers will have it in the pistol. The final quarter begins with this snap. Oh, Rodgers läuft schon wieder. Und er läuft gut. Und das neue First Down. Wieder 12 Yards. Oder 13, die er da gemacht hat. Und jetzt Flanker Drive und Touchdown. Und dann ist das Ding eingetütet. Da sollte dann wirklich nichts mehr passieren. First and goal from the 5. Und Touchdown! Nice! Ich hatte erst gedacht, der wäre für uns, aber Nelson macht's dann doch lieber selber. Macht seinen zweiten Touchdown. Ja, und das Thema ist dann vermutlich durch.
Ja, und wir kriegen den Ball wieder in der gegnerischen Hälfte. Schön. Acht Yards von Lacy. Sehr gut. Ja, können wir jetzt eigentlich so einstellen, dass wir hier Chew Clock einstellen, reinmachen und die Zeit jetzt runterlaufen lassen. Und dann haben wir hier den Super Bowl gewonnen, Leute. Er snappt doch, Junge. Wie oft soll ich noch A drücken? Das ist halt immer die Gefahr. Aber dann sind es halt 2 und 7, ist jetzt auch furchtbar egal. Ah, 2 Yards. Geht so. But there is nowhere to run that time and he only gets a short gain. The line of scrimmage, the 36. Third and 6. Und wide open for the grab. Oh, nochmal 20 Yards. Puh, also die haben wirklich nicht viel entgegenzusetzen, ne? Die Broncos. Ja, und Finlay hier für 123 Yards, schon stark. Nochmal 3 Yards. Und nochmal 40 Sekunden von der Uhr nehmen. Und Touchdown. Oh, nee. Er hat ihn noch fallen gelassen und verletzt sich dabei. Das war aber auch ein böses Tackle. Ja, wird er verkraften können. Die 2 Minuten. Also, der spielt jetzt nicht mehr, aber naja, dann ist er halt verletzt, hat er jetzt eh Pause. Naja, bisschen weit im Aus, der Ball. Field Goal und fertig. Ah komm, wir behalten ihn im Kader. Da steht er wieder. So, und die letzten 2 Minuten können dann die Denver Broncos noch den Ball haben, wenn sie es überhaupt schaffen, den so lange zu halten. Ja, das war wohl nochmal ein Versuch, hier ein Field Goal zu erzielen. Es blieb beim Versuch und damit sind wir hier der Sieger. So. Lassen wir die Zeit runterlaufen. Na gut, ein Play müssen wir noch machen. Ne? Und jetzt ist es offiziell. Wir haben den Super Bowl gewonnen. Und mehr als verdient. So, da kann Lotta Matthäus sonst noch lamentieren. Das war's. You were the first to ever say, after a Super Bowl victory, I'm going to Disneyland. Now, what about these players on the field here today? I know you'll find this amazing. I did it without cue cards. I memorized that, and it was awesome. It was a great feeling. Tja, Peyton, ist zum Glück nicht das, und Van Miller, das ist zum Glück nicht das richtige Leben, ist nur ein Spiel, sonst hättet ihr ja gewonnen. Hier nochmal ein paar Emotionen und Bilder. Das war auch sehr nice. Der hier war auch super. Das war unser Touchdown. Und hier nochmal von Nelson welche. Also, es war schon sehr souverän. Ja, Aaron Rodgers könnte MVP werden, so ist es.
Gute Pässe. Keine Interception, glaube ich. Vier Touchdown-Pässe. Und wir haben die Trophäe in der Hand gehabt. Oh, bitte setz den Helm wieder auf. Oh Gott, wir sind ja ein Tier. Oh, ist das schön, ne? Jim Nantz saying so long from the Super Bowl. Ja, das Ranking 138, also ein Sahnetag für Aaron Rodgers. Und für uns natürlich auch. Wir haben hier viele gute Catches gehabt. Im Super Bowl ein Touchdown, also mehr geht ja wohl nicht als Wide Receiver hier in der Rookie Season. Ja, nächste Folge machen wir eine neue Meisterschaft, eine neue Position. Welche weiß ich nicht, weil es auch Linebacker, also das Gegenstück vom Wide Receiver in der Verteidigung, wäre vielleicht auch mal interessant, ne? Die zu verfolgen, könnte man auch mal ausprobieren. Ich denke mal, wir machen erstmal Tight End und dann gucken wir uns vielleicht nochmal die Verteidigung an. So, Advance Week bis zur Next Season und wir sehen uns nächste Folge wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis dann.